So, spielen wir Super Mario Save Peach. Ist jetzt interessant, weil das scheint eine Reihe von Spielen zu sein. Ja, ihr wisst Bescheid, wenn er schon sagt. Also Super Mario Save Peach ist der erste Teil oder sowas? Es gibt ein paar von Super Mario Save. Ah, guck mal hier, wir spielen das hier durcheinander. Das scheint Episode 4 zu sein, weil es gibt eine Save Luigi, Save Toad und Save Yoshi Episode. Ja, spielen wir es halt Wirrwarr. Tut mir leid. So. Okay. Ach, wir müssen das Tutorial spielen, das ist ja blöd. Ja, oh mein Gott, erklärt er mir jetzt wirklich... Und ich hab's nicht mal gemacht, Jump Against the Box. Ja, okay. Okay. Ach, man muss hier Münzen sammeln, um einen Stern freizuspielen, oder was? Nein, man muss auf den Peacewood springen. Okay, das war ein cooles Tutorial. Mit der Intro-Musik von Super Mario 64. So, wie viele Level hatten das Ganze hier? 5, 6, 7, 8? Und da gibt es die anderen Episoden wohl. Mal gucken, wie gut das ist. Ob wir hier länger dran spielen oder ob das echt so eine 2-Minuten-Geschichte bleibt. Okay, was ist denn da links? Eine Münze. Wow, gut, dass wir die Münze haben. Ja. Okay, wir können es ducken und den Bildschirm weiter runter scrollen. Okay, auf Goombas und Koopa springen funktioniert einigermaßen. Okay, das ist eine coole Sache, dass ich mit runterducken ein bisschen mehr sehen kann, weil teilweise sieht man sonst wirklich nichts, was man hier machen muss. So, also ich scheiße jetzt drauf, dass ich hier alle einzelnen Münzen sammle, weil geht es einfach nur darum, hier heil ins Ziel zu kommen. Es sei denn, das Spiel sagt, du musst alle sammeln. Ach, guck mal, da ist Ende. Mit dem Level. Ja, Pech. Wenn man einmal da unten landet, dann hat man Arschkarte gezogen. Voll die Verarsche ist das. Okay, ich versuche jetzt mal alle Münzen zu sammeln, aber das war ja ganz schön billiges Level-Design gerade. Also, ja. Lande einmal da und dann, ja, Pech. Warum landest du denn auch da? So. Ich weiß ja nicht genau, was das Ziel ist hier. Also klar, ich muss einen Stern sammeln, aber ich habe ihn ja nicht mal gesehen gerade. Ich weiß nicht, ob ein Stern spawnt, wenn man hier alle Münzen hat. Aber ich meine, was ist denn das hier? Okay, wir glitschen uns durch, oder was? Wie läuft das? Nicht mal. Okay, ist hier ein versteckter P-Switch irgendwo? Natürlich. Toll, toll. Ja. Super Mario Save Center. Von den gleichen Machern. Dem Spiel gebe ich jetzt nicht noch eine Chance, also spielen wir den Vorgänger oder Nachfolger oder was auch immer mit Bart und Popeye und Sonic und alle, die dazugehören. Okay. Das ist ein echt cooler Weihnachtsmann, der einfach so rein copy-pasted wurde. Also es scheint die nächste Episode von dem Ganzen zu sein. Wir müssen jedes Mal ein Tutorial spielen. Es ist sogar das gleiche Tutorial. Ich trage mir jetzt nur eine verkackte Mütze auf den Kopf. Eine Nikolaus-Mütze. Warum muss man denn in jedem Teil dieses Tutorial spielen, wenn in dem Level danach, was folgt, sowieso nichts davon eintritt, dass man irgendwie einen P-Switch hat, wo man einen Stern freispielen kann? Den gibt es dann einfach gar nicht. Also wir konnten halt wirklich Level 1 nicht mal lösen gerade eben. Entweder ich war zu doof dafür oder es funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Continue. Rein da. Jetzt sag nicht, das sind die gleichen... Oh mein Gott, es ist straight up das gleiche Level. Oder was? Vielleicht auch nicht. Aber der Anfang, wo man nach links für die eine Münze muss, der war gleich. Okay, es scheint minimal... Was? Wie bin ich auf dem gelandet? Andere Level zu sein? Okay. Ja, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Super Mario Level 1, ne? Also Mario Bros. 1 Level 1. Aha, also doch spawnt ein Stern, wenn man Münzen gesammelt hat. So wie in dem Tutorial halt auch. Aber eben, keine Ahnung, was da eben falsch lief. Ich meine, es gab ja auch keinen P-Switch und sowas. Cool, wir haben Level 1 geschafft. Also, wir landen direkt über Level 2 Dings. Ja, gut, aber wir müssen hier rein.
Geschmacks, dass man einfach voll daneben springt, aber trotzdem, es klappt. So. Also teilweise sieht die Grafik ja ganz nett aus. Okay, vergiss das zum Thema Banzai-Bild hier. Die sehen überhaupt nicht nett aus. Und die verschwommenen Bullet-Bill-Blaster da links auch nicht. Ein paar Grafiken sehen nett aus, okay. Kann ich das sagen? Was ist denn jetzt da unten? Ja. Boden. Okay. Muss ja immer richtig vorsichtig hin und her scrollen. So, hier haben wir einen P-Switch. Was hat der gemacht? Ja, gute Frage. Okay, wir können keine Blöcke kaputt machen, glaube ich. Ich meine, ich bin ja kleiner Mario, aber existiert überhaupt ein großer Mario in diesem Spiel? Ich denke nicht. Okay, dann versuchen wir mal wieder heile hochzukommen. Oh nein. Von hier? Oh, okay, dann warten wir mal. So, nicht auf dem landen. Aber wir haben jetzt doch trotzdem nicht alle Münzen gesammelt, weil in diesen Itemblöcken sind doch auch noch welche drin. Also? Warum? Warum bricht das Spiel jetzt seine eigene Regel? So, Level 3. Schön, dass die Musik immer die ist. So. Das ist ein Rex. Cool. Naja. Also, ich meine, man muss ja für ein Flash-Game sagen, erstaunlich, wenn es so Sachen hat wie ein Rex, wo man zweimal drauf springen muss oder sowas. Oder wenn es halt Stachelkäfer hat, die auch wirklich hier hin und her spinnen und den anderen kaputt machen. Das ist nicht sehr leicht zu programmieren in einem Flash-Game, das ist mir schon bewusst. Okay, da unten ist der große Schatz. Oh oh. Oh nein. Ich hänge jetzt an der Wand, aber dann passieren halt solche Sachen hier. Okay. An der Röhre kann ich mich irgendwie so hochziehen. Und da unten sterbe ich. Mario verliert sogar kurzzeitig seine Weihnachtsmütze. Und er kann T-posen. Also wenn er stirbt. Dann verliert er seine Mütze. Und in der Luft kann ich so machen. Ja gut, das... Warum ist das jetzt schwarz? Ach so, ach, weil ich draufklicke und dann sich ein Link öffnet. Jetzt habe ich die Musik kaputt gemacht. Kann ich mich hier durchbacken? Kann ich, ja. Die Antwort ist ja. Ich kann mich hier durchbacken. Das ergibt keinen Sinn. Keine Sorge, Luigi, ich rette dich auch so. Ich muss nicht dein Spiel dafür spielen. Das ist aber ganz schön komisch. Warum, ich meine, wenn wir in Episode 1 Luigi gerettet haben und dann Yoshi und so weiter, warum sind die dann immer noch in Käfigen gesperrt? Und was passiert, wenn ich hier sterbe? Das passiert. Ich lande im unendlichen Nichts. Erstaunlich. Okay, dann spielen wir mal Mario Save Todd. Ich sehe Mario Save Todd und Mario Save Yoshi, aber nicht Mario Save Luigi irgendwo. Das ist ja nicht dabei. Aber egal, dann Pech, dann spiele ich das auch nicht. So, dann spielen wir den Teil jetzt hier mal. Okay. Ich meine, ich könnte natürlich auch draufklicken und das auf deren Website vielleicht spielen, aber vielleicht ist das auch gar nicht kompatibel. So, erst natürlich das Tutorial. Weil, ne, wir müssen uns hier jedes Mal neu erklären lassen. Also, weißt du, wenn ich den Gummelsurfer mal nicht töte, sondern sage, nö. Also, ich glaube, guck mal, wir haben oben eine rote Münzenanzahl. Am Anfang habe ich gedacht, das steht für, naja, rote Münzen, die es halt zu sammeln gibt. Wie Sterne in Mario 64 oder die Musik aus Mario 64 gibt es auch rote Münzen, ne, hier. Aber ich glaube, das ist die Anzahl Münzen, die ich sammeln muss, um... Ihr wisst schon, den Stern spawnen zu lassen. Also wir müssen 12 Münzen sammeln. Wieso hat jedes Level immer das am Anfang von Level 1? Das heißt, wir müssen vielleicht auch nicht alle Münzen sammeln, sage ich mal, sondern die vorgegebene Zahl. Und es müssen vielleicht auch nicht immer alle sein. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, aber zumindest verstehe ich das jetzt. Es hat Potenzial, das Spiel. Oder die Spielreihe, weil, naja, mehr oder weniger ist das immer das Gleiche. Aber irgendwie hat es auch echt vieles, was es sehr verhunzt. Okay. Stern spawnt. Alles klar. Ich meine, wieso retten wir Todd, indem wir Sterne sammeln? Ich meine, ist er hinter einer coolen Tür versteckt? Wie komme ich denn jetzt da durch? Das ist jetzt die nächste Frage. Okay. Hier rein? Nein.
Ist das jetzt das zweite von den vier Spielen, wo wir nicht weiterkommen, weil es einfach nicht programmiert wurde, dass man irgendwie diese Wand da wegbekommt? Hat das unsichtbare... Ah nein, aber ich kann mich hier durchglitschen. Okay, das war definitiv nicht, wie ich das Level lösen sollte. Das kann mir keiner sagen. Gibt es einen Weg, wie man das Level lösen soll? Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Wow, okay. Hallo, Mister. Jetzt landen wir da oben und dann... Ist das das gleiche wie Mario Safe Center? Wenn jetzt so Banzai-Builds und sowas kommen, dann merken wir das. Aber nee, vielleicht nicht. Also ich glaube, die Levels sind alle individuell. Aber die ähneln sich halt alle so sehr auch, dass man es kaum unterscheiden kann. Doch, da sind doch die Banzai-Builds. Erzähl mir doch keinen. Das ist doch... Jetzt, wenn jetzt noch Wolken gleich rechts kommen, dann wissen wir es. Keine Wolken? So. Gamer, ich bin jetzt in der Wand. So. Durchgebuggt. Ach, Leute, ich will nie mehr. So. Ich versuche mich jetzt noch einmal hier auf der Map zu durchbuggen. Außerdem, wieso sieht dieser Tot so zufrieden aus, wenn er Help sagt? Oder ist das Overlay immer gleich hier? Hier ist jetzt keine Werbung für andere Teile. Okay, hier kann ich mich, glaube ich, nicht durchbuggen. Na gut. Letzter Teil, Super Mario Save Yoshi. Luigi wird nicht gerettet. Ist jetzt nicht so, als würde einer der anderen wirklich gerettet werden. Wenn man es mal genau nimmt. Aber für ihn gibt es halt kein Spiel. So. Welchen Jungen haben die dazu gekriegt, das aufzunehmen, frage ich mich. Ist das der Sohnemann von irgendeinem? So. Save Yoshi. Sicher doch. Tutorial. Immer das gleiche verkackte Tutorial. Wie oft sehen wir das denn jetzt hier? So. 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 Was hat dieses Spiel, frage ich mich, zu bieten, was die anderen nicht haben? Das sieht sogar bis jetzt ganz genau gleich aus wie das vorherige, weil sogar dieser New Super Mario Bros. Hintergrund, der schlecht rausgerippt worden ist, vorhanden ist. Wie in Mario Save Todd. So. Das dauert ewig hier mit dem... Okay, was hat Level 1 denn so? Aha, diesmal gibt es hier sowas. Wow. Sieht aus, als würde die Wolke hochgehen. In Wirklichkeit geht die Plattform hier runter. Jetzt sag bloß, oben ist einfach gar nichts. Oben ist nichts! Es gibt gar keinen Grund dafür, dass ich hier hingegangen bin. Da ist nämlich gar nichts. Warum meine Zeit zu verschwenden? Und warum sind immer diese Kacke Super Mario Brothers Level 1 Dinger da? Okay. Ja... Also es wollte einen einfach nur in die Irre führen, der Anfang. Okay, gut. Müssen wir halt wohl mit leben. Da haben wir ja lustige Münzen da. Und immer diese Super Mario 64 Menümusik, die rauf und runter läuft. Teilweise hängen wir irgendwo fest. In den Steinblöcken. So, mal sehen, ob wir Level 1 lösen können. Eben haben wir es ja mit Durchbuggen doch noch geschafft. Nein, das ist genau der Bums wie bei dem anderen Spiel. So, such doch. Aber ihr habt ja gesehen, was ich dafür machen muss. So, der Stern, der spawnt. Junge, wo spawnt dieser Stern? Den sammle ich nicht mehr. Das reicht. Also, Fazit von 4 Spielen. Level 1 jetzt. Bei einem haben wir es geschafft, es zu machen. Bei einem haben wir es gar nicht geschafft. Und bei 2 davon muss man es durchbuggen, um es zu schaffen. Und das ist sogar genau das gleiche Konstrukt wie in dem anderen Spiel. Also, Level-Design-mäßig tun sie sich nichts, sondern doppeln sich teilweise auch noch. Also... 4 richtig Kack-Spiele in dem Sinne. Ein bisschen Potenzial da, aber trotzdem Kacke. Spielen wir das nächste Super Mario Sokoban. Was völlig anderes. Ja, okay, das klappt ja. Yoshi's Island Musik. Wow. Level 1. Oh, ich bin der klein gequetschte Mario aus Superstar Saga. Okay. Ach, das ist, schieb eine... Ah, wir müssen die hier drauf schieben. Okay. Es gibt tatsächlich richtige Spiele, die wie das hier sind. Sogar für NES teilweise erschienen. Ich kenne es immer aus Pokémon, wo man, wenn man Stärke einsetzt, so wären verkackt. Weil ich habe das Ding aus Versehen nach rechts geschoben. Play again. Hallo? Schöner Space-Hintergrund nebenbei. So, an sich ja nicht so schwer, oder? Wenn man es jetzt nicht verkackt. Oh, ich bin schon wieder dagegen gekommen.
So, ich will nur Level 1 wenigstens schaffen, okay. Schönes Klavierstück, der irgendwann haut er nur auf eine Tasse. Düt, düt, düt. So. Schöne Animation auch, wie Mario läuft. Schöner Hintergrund. You win! Okay, stand. Ich glaube, der hat auch Continue falsch geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, hier müssen wir einfach dreimal das machen. Dreimal das gleiche. Ergibt auch nicht gerade viel Sinn, dass man Kisten irgendwie auf die Münzen schieben muss. Ich meine, ich habe das Spielprinzip durchschaut irgendwie. Weil ich es halt schon mal woanders gesehen habe. Guck, hört mal. Wenn ich dafür ein Copyright-Claim bekomme, wegen der Musik, dann bin ich aber diesmal sogar besonders enttäuscht. Continue. Nein, Continue hat er richtig geschrieben. Weil dieses komische Lied, diese MIDI davon, die klingt ja richtig wenig aufwendig. Es wird einfach nur auf eine Taste gehauen. So, naja. Ich glaube, ihr habt das Spielprinzip teilweise jetzt verstanden. Es ist halt das. So. Davon haben wir viele coole Level halt, die wir spielen können. So. Ach, ich hab's verkackt. Wow. Okay. Hat Spaß gemacht. Wie viele Level gibt es hier? 25. Cool. Aber nein, danke. Als nächstes spielen wir Super Mario Sunshine 128. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was das ist, weil das sieht aus wie Super Mario 63, also dieses Flash-Game, was wahrscheinlich das beste Flash-Game aller Zeiten gewesen ist, was wir als Let's Play einmal und einmal als Livestream durchgespielt haben. Mit der Wii-Mode spielen. Ja, okay. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Wo springt man? Es ist wirklich ein bisschen wie Super Mario 63. Es hat die Steuerung und alles. Aber warum ist das jetzt Super Mario 128, dieses Spiel, frage ich mich. Was ist jetzt... Das sieht irgendwie aus, als hätte das jemand so selbst geklaut, das Spiel oder sowas. Also auf Leertaste ist so ein Spin-Knopf. Hier kriegen wir Flat. Und links ist unsere Leiste mit unserem Wasser. Also es wirkt einfach wie eine schlecht gemachte Version von Super Mario 63. Das verstehe ich halt nicht. Ich meine, es gab ja auch noch den Vorgänger Super Mario Sunshine 64. Das hier ist jetzt Super Mario Sunshine 128. Aber ich verstehe halt einfach nicht, was das Spiel sein soll, weil es wirkt halt einfach nur wirklich wie eine schlechtere Version von dem, was es gibt. Also, ich denke mal nicht, dass ich in dieser Reihe Super Mario 63 selbst oder Mario Sunshine 100... Ne, wer ist das? Super Mario Sunshine 64, so, spielen werde, weil, wie gesagt, beides habe ich mal als Let's Play schon gespielt, als komplettes halt. Von daher, wow. Hier hat man einfach keinen Raum einprogrammiert. Da merkt ihr, wie die Qualität von diesem Spiel ist. Kann ich es nochmal... Wow. Jetzt bin ich Mariuigi. Okay, weil ich skippe jetzt gerade einfach durch. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Wow, es war laut. Was passiert hier? Okay. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich das Spiel ganz kaputt gemacht. Nicht, dass das nicht schon vorher gewesen wäre. Ah! Gott, diese Musik. Okay, lass uns aufhören. Das ist doch eine Originalbeschreibung. Get to the exit and try not to die on the way. The time when Mario just move forward and collect gold as fast. Now he can run in any direction. Also he's able to use special flying machine and run on water. You can fly for quite long, but watch out where you land. Das ist echt eine geklaute Version und ein schlecht gemacht. Also guckt gerne, wenn ihr Interesse dran habt, weil, ne, es ist wirklich eine geklaute Version von einem guten Spiel, Super Mario 63 oder Super Mario Sunshine 64 von Runnow. Jetzt haben wir Super Mario Truck. Das Spiel ist zweimal drin irgendwie, aber das scheint das gleiche Spiel zu sein. Super Mario Truck. Deswegen... Ich glaube, ich spielen wir einfach mal eins davon. Muss nicht das gleiche Spiel doppelt spielen, weil es scheint wirklich das gleiche Spiel zu sein. Es lädt und los.
Okay. Es sieht aus wie das gleiche Spiel, was wir schon 100 Mal gespielt haben. Warte, müssen wir nicht irgendwie eine Ladung oder so hier holen? Ach, hier kommt sie. Was ist denn jetzt lilaner Pilz? Ist das ein Giftpilz? Also ja, wir haben sowas schon 100 Mal gespielt. Okay, wir haben jetzt schon ein Problem, weil wir schon beim Aufladen schon die Hälfte verlieren. Aber okay, ist okay. Okay, Mario ruckelt auch sehr stark beim Fahren. Sieht nicht sehr schön aus. Oh Mann. Guckt euch das an, wie buggy das aussieht. Richtig. Nicht schön. Also nicht schön fürs Auge. Okay, an Röhren fahren wir vorbei. Nicht drüber. Gut. Jo, und das war's. Ich bin ein toter Mann. Gibt nicht mal ein Du bist gestorben Ding, sondern Pech. Okay, das ist wirklich eine der schlechtesten Versionen von diesem gleichen Spiel. Enttäuschend. Spielen wir Super Mario vs. Wario. Ist auf einer HTML5-Seite eingebettet. Das heißt, wahrscheinlich muss es auch erstmal hier laden. Und hat ist vermutlich auch klein von der Bildauflösung. Dass man sehr nah an den Bildschirm ran muss. So, aber ich bin mal gespannt. Okay, Super Mario vs. Wario mit dem Mario 64 Mario. Das ist Wario aus WarioWare Shake It für Nintendo Wii. Okay, springen. Mario selber sieht leider nicht so gut aus. Collect Speed, ja, klappt noch nicht. Jump Over, oh, Speed Goes Down. Okay, ist es ein Rennen? Tutorial. Okay. Gehen wir wieder ein Tutorial, wie man... Oh Gott, wie viele Tutorials will das? Okay. Ich bin am Baum gestorben? Warte, was? Baum böse. Nein, die Dinger sind böse. Seit... Okay. Schön, schön. Warum denn auch nicht? Warum 40 Jahre lang, was weiß ich wie lang, etablieren, dass die Dinger gut sind und man einfach drauf stehen kann und dann einfach mal hier reinbauen. Nö, hier tötet dich das jetzt. Was jetzt? Tötet mich das auch? Was? Was ist das denn? Ah, wie sieht der denn aus? Auf einmal stehe ich da. Oh, shit, und los geht's. Okay, das ist Wario. Wir sind gleich schnell, oder? Speed. Oh, es wird eine enge Sache. Ich habe gewonnen. Ich war schneller. Ihr habt es alle gesehen. Okay, wir müssen, das Problem ist, wir müssen den Rechtsknopf schon gedrückt halten, wenn wir auf Restart drücken, weil das Spiel startet instant. Und wenn wir es halt nicht machen, sondern mit der Maus draufklicken und dann runtergehen und dann, ne, mit der gleichen Hand dann die rechte Taste drücken. Ja, super. Dann haben wir schon verloren. Also, Restart. Hallo? Oh Gott. Warte mal. Das Level geht weiter, als hätte ich jemals eine Chance zu gewinnen. Wenn ich zurück zum Anfang muss und Wario weiterläuft. Also ist ja eine nette Spielidee. Auch, dass ein Pfeil über mir drüber ist, damit ich auch mich wirklich nicht mit Wario verwechsel, weil die sich ja zum Verwechseln ähnlich sehen. Aber, also, das Spiel sah auf diesem Screenshot vielversprechend aus, als es ist. Es ist ganz schön scheiße. So. Na, wenigstens haben sie einprogrammiert, dass Wario auch über die Sachen drüber springt und so. Und nicht einfach nur durchrennt. So. Wie laut das ist. Und wie Mario plötzlich nicht mal zur Zielflagge ganz hinrennt, sondern plötzlich dann mittendrin spawnt und einfach das erscheint. Feuerblume. Okay, ich möchte nicht mehr. Das war echt... Ich habe mich nicht wohl gefühlt, das Spiel zu spielen. Spielen wir lieber Super Mario World 3D. Das scheint von dem gleichen Macher zu sein wie Super Mario Brothers 3D, oder? Was wir mal vor ein paar Videos gespielt haben. Aber die Musik ist scheiße. Ich weiß leider nicht, auf welchen Knopf man springt. Z? Nein. A? Ja. Ich muss mal alle Knöpfe gerade durchgehen. Ah, Shift. Okay. Okay, es ist zumindest keine komische theatralische Musik oder sowas, wie bei dem anderen Teil. Aber die ist auch nicht gerade gut. Es ist immerhin Mario-Musik. Wir machen schon mal einen Schritt nach vorne. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber wie gesagt, vor einigen Videos haben wir schon mal einen Vorgänger von diesem Spiel gespielt. Der war halt genauso komisch. Diesmal, ich meine, es ist immer noch nur ein Mario-Sprite. Es ist halt nur Marios nach hinten Guck-Sprite. Oder nach vorne besser, weil wir können die Feuerblumen gar nicht mal sammeln. Die sind einfach da, aber ja, Pech.
Scheißmusik. Kann ich die Musik ausschalten wenigstens? Nö. Nö, müssen wir jetzt mit leben. Hallo, springen. Toll, ich bin immer verlockt, diese blöden Feuerblumen zu sammeln. Obwohl die gar nicht sammelbar sind. Hört ihr dieses im Hintergrund, was so komische, creepy Vibes dazu gibt? Das. Voll gruselig. Was ist los? Dieses Spiel ist weird as fuck. Ich meine, nette Idee, so 3D Mario zu machen oder sowas. Umsetzung natürlich total misslungen, aber es hat trotzdem so creepy Vibes und die Musik ist total scheiße und alles. Es ist einfach komisch. Ich weiß auch nicht, dass jetzt auch für mich lange her ist, dass ich dieses andere Spiel gespielt habe. Super Mario Brothers 3D hieß das, glaube ich. Weiß ich auch gar nicht, ob das Level-Design das gleiche ist oder ob die das Level-Design hier geändert haben. Hallo. Mann. Ein Life Remaining am Sack. Es reicht mir. Wir haben den anderen Teil schon länger gespielt. Die Musik wirklich, die ist unangenehm. Das tut mir richtig weh in den Ohren. Spielen wir lieber Super Mario World Slots. Ein bisschen Spielo. Oh, ich glaube, das habe ich als Kind mal gespielt. Während du wartest, kannst du mit Marios Look spielen. Okay, Mario reitet auf einer Katze. Dino. Okay, Seelöwe. Huhn. Ja, Mann, Mario auf der Rakete. Cowboy. Ja, ich erinnere mich teilweise an dieses Spiel. Okay. Rollerskates natürlich. Okay, auf Socken. Wolverine-Hände. Okay, Topflappen. Eine Nonnenfigur, die hauen kann. Okay, lassen wir das mal so. Haha, Windel. Okay. Machen wir wieder OG Mario mal zurück. So, Mario mit Brille. Was? Oh, cooler Spitzbart hier. Okay, ja, das war lustig. So. Aber kann ich jetzt das Spiel spielen? Ach so, da oben links. Okay. Super Mario World Slots. Sieht nett aus. Das ist mein Credits. Wie funktioniert denn das? Okay. Machen wir mal 5 Lines, oder? Wir betten 15? 25? Ach, wir sind Zocker. Komm, 20. Und los! Ah, verdammt. Okay, mehr. Was ist hier? Ach, ich kann mir hier Geld einfach cheaten. Moment. Da können wir auch wirklich all in gehen hier, oder? Okay, ich habe jetzt natürlich dick gecheatet, weil es gibt einfach einen Knopf, womit ich mir ganz viel Geld zaubern kann. Playtable? Ah, Paytable. Ah, okay, das erklärt, wie viel man hier gewinnt für jeweils. Okay, ich habe es mir natürlich selber kaputt gemacht. Kann ich nochmal... Oh Gott, warte mal. Warte mal, jetzt mal wirklich, wir spielen nochmal. Und gucken, hier wir schon. Ich meine, ich habe mir gerade so viel Geld gecheatet, das ist natürlich ein bisschen unfair. Hier ist eine Erklärung. So, wir haben 200 Credit. Mal sehen, ob wir es vervielfachen. Okay, 15, schmeißen wir rein. Oh, cool, wir haben was gewonnen. So kann man mich auf jeden Fall abhängig machen davon. Ui. Tja, gehen wir mal mehr rein, oder? Let's go. Scheiße, toll. Kaum gibt man mehr und schon kriegt man weniger. Ah, komm schon. Ich fühle, dass der Gewinn gleich kommt. Oh, okay. Seht ihr? Ich sag's doch. Boah, ich brauche eine Kippe. Hahaha. Super. Was sind so typische Spielo-Sprüche so? So, ich spüre, Bruder, der Gewinn, der kommt gleich. Gleich kommt der Jackpot oder ich weiß nicht. Dafür war ich zu selten wirklich in der Spielothek. Ich finde, ich weiß ja nicht, wie ihr zum Thema Glücksspiel steht und so, aber... okay. Oh! Was ist hier los? Das ist echt ein komisch aussehender Mario. Oh. Bin verloren. Ich war einfach nur geschockt, wie Mario aussieht, okay. Aber wir haben trotzdem was gewonnen.
Es ist ein echt gutes Slot-Spiel, muss ich sagen. Aber ich meine, in einer echten Spielo, weiß nicht, da sitzen oft echt traurige Gestalten leider. Also, weiß nicht. Keiner von denen sieht wirklich glücklich aus von dem, was er da macht. Vielleicht müssen wir einfach nur die Lines erhöhen. So, guck mal, so können wir nicht mehr verlieren. Weil so kommt hier alles zack, zack und hin und her. Ja, seht ihr? Guck mal, wir gehen nicht pleite. Okay, komm schon. Ich muss nicht mein Haus verkaufen. Oh, Bonus? Kommt Mario? Okay. Wie? Der? Ich dachte, der wäre schon frei. Okay, ich fühle, Alter, ist das. Kann ich irgendwas machen? Es ist der. Ganz garantiert. Das ist unser... Ah, oh, fuck. Ich habe mich verklickt. Ich wollte der sagen. Okay. Wollte ich natürlich nicht. Okay. Cooles Extra-Game, wo Mario in der Röhre ist und so. Auch wenn Mario selber hässlich aussieht. Aber man sieht doch, das sind alles selbstgezeichnete Grafiken irgendwie. Guck mal, ich kann noch näher ranzoomen. So, dafür sieht das doch eigentlich ganz nett aus. Ich meine, es sind halt Mario World-Grafiken in dem Sinne, aber so selbst gemalt irgendwie. Klar sieht Mario dann so weird aus. Ich bin pleite. Fuck. Okay. 35. Okay. Los. Ja, wir haben unseren Arsch gerettet. Nochmal. Alles rein. Oh boy, es geht weiter. Oh fuck, das war. Wir haben weniger gewonnen, als wir verzockt haben. Okay, letzte. Wenn ich das nicht hab. Tja, dann bin ich ein armer Mann. Ich bin pleite. Seht ihr, liebe Freunde, Glücksspiel, es lohnt sich einfach gar nicht. Aber jetzt mal wirklich, das ist ein echt gutes Slot-Spiel. Ich meine, es ist halt ein Slot-Ding, aber im Mario-Stil hat Charme. Also, so ein Minispiel, natürlich hätten die es nicht machen können, aber wäre lustig gewesen, in New Super Mario Brothers oder Mario 64 DS, in dieser Minispielabteilung da, wo man mit Luigi, da gab es ja, glaube ich, auch Slots, aber nicht so fortgeschritten wie hier, oder mit dem Luigi Blackjack-Spiel oder so. Das hier hätte wunderbar da reingepasst. Also, Hut ab, das war ein gutes Spiel und ja, ich meine, da ich das als Kind damals auf der Webseite Newgrounds auch mal gesehen und gespielt habe, ja, hat mich nicht glücksspielsüchtig gemacht, zu meinem Glück.